Butter und Brot. Na, mein Hübscher, ein bisschen Spaß? Ich muss gleich weiter. Warum so hastig, junger Freund? Ein wenig Entspannung wird dir gut tun. Ich mach dir einen guten Preis. 15 Kreuzer. 15? In Konstanz lag der Preis für eine wie dich bei 5. In Konstanz? Da haben wir gelernt, unsere Haut nicht zu billig zu verkaufen. Zu Tausenden sind wir gegen den König gezogen und haben ihn in die Knie gezwungen. Ich selbst stand in vorderster Reihe beim Aufstand der Huren. Da wäre ich gern dabei gewesen. Na, siehst du, wir verstehen uns doch. Dieser Kerl ist kein Kerl! Sie kommt aus Konstanz und sagt, sie macht's für 5 Kreuzer. Es sind Hunderte. Sie rüsten sich zum Angriff. Und wenn es Tausende wären? Wir werden sie besiegen mit diesen neuen Waffen. Was drückt dich? Dieser Hettenheim. Er ist erschrocken, als er dich gesehen hat. Er kennt dich. Warum hat er dann nichts gesagt? Kai Burun. Das Ding hat heute den Helm der Puppe durchbohrt. Und sowas habe ich aus deinem Kopf geholt. Du hättest nicht herkommen sollen. Ein letztes Wort. Dem Namenlosen. Sagt ihm, sein Name ist Michel von Hohenstein. Ich habe ihn geliebt. Bis zum Tode. Du bist das Weib, das der Großinquisitor des Papstes sucht. Was habt ihr Hussiten mit diesem Mörder zu schaffen? Er bietet uns Erfolg in der Schlacht und das Leben von Hunderten unserer Männer. Für deinen Kopf. In seinem Kopf tobt der Wahn, in seinem Herzen der Hass. Wenn du deine Männer retten willst, dann bring mich zu deinem Heerführer. Was hättest du ihm denn zu sagen, diesem Heerführer, wenn du vor ihm stündest? Fürst Vaclav, das seid ihr. Ich habe ein Schrieb des Königs bei mir, für Fürst Sokolny. Sigismund garantiert Sokolny Frieden, wenn er die Unabhängigkeit wahrt und nicht in den Krieg eingreift. Der freie Glaube kann nur in einer Welt des Friedens stattfinden. Vertraut Sigismund. Wenn er Kaiser wird, dann lässt er euch euren Glauben. Der Papst tut das nicht. Große Worte für eine, die in den Augen des Großinquisitors mit dem Teufel im Bunde ist. Schwör, dass du mir treu bleibst, bis an dein Ende. Was heißt treu? Dass du mir viele Kinder machst. Schwör! Eine ganze Herde mache ich dir. Und ich fange jetzt auf der Stelle damit an.
Ort steht uns bei. Sie sind auf deinem Land in Waffen. Auf unserem Land. Verschonen Sie, ich bin in Hochzeitslaune. Zurück zur Grenze, los! Los, weg hier! Nur ein Warnschuss. Los! Weg! Ein Mann ohne Angst. Er reitet tief an Sokolnis Land. Vielleicht seine Vergangenheit. Er kennt mich nicht. Verschwinde. Ich habe eine Nachricht für Sokolny mit dem Siegel des Königs. Wer ist sie? Wir wissen nichts von ihr. Sie sagt, sie sei die Kastellanin von Hohnstein. Die im Kittel eines Straßenjungen durch die Lande ritt. Vielleicht ist sie eine Spionin der Hussiten oder gar des Königs. Glaubt ihr nicht? Was, wenn sie Sokolny verraten will? Ihr könnt den Kampf vermeiden. Fürs Vaclav wird sein Hussitenheer nicht gegen euch schicken, wenn auch ihr bereit seid, Frieden zu machen mit ihm und dem König. Ein Friedenspakt. Als Garantie für die Unabhängigkeit von Sokolny. Mit dem Siegel des Königs. Das Siegel ist eindeutig, doch warum sendet der König ein Weib als seinen Kurier? Er hat mich nicht geschickt. Ich war auf der Suche nach dem Mann, mit dem ich so viele Jahre glücklich gelebt habe. Und ich habe ihn gefunden. Es ist schwer zu glauben. Wie wollt ihr beweisen, dass ihr ihn kennt? Ich kenne ihn mein ganzes Leben. Und ich liebe ihn mein ganzes Leben. Ich weiß, wie er kämpft. Wild als ein Wolf. Ich weiß, wie er liebt. Er liebt aus dem ganzen Herzen. Und wenn er mit seiner Tochter spielt, dann ist er ein Tor, der keinen Willen mehr hat. Dass Mutter mal eine seine Lende, das habe ich so oft geküsst, dass ich es immer noch auf meinen Lippen spüre. Michael, komm zurück zu mir und zu deiner Tochter. Er ist nicht mehr dein Mann. Er ist jetzt ein anderer. Er hat dich vergessen. Fürst, lasst mich in eurem Namen den Hussiten euren Friedenswillen als Antwort geben. Und lasst mich hier von Hohenstein mit mir reiten.
Kasternemetz sich an ein Leben erinnert, das er einmal geführt hat, so soll er euch gehören. Falls nicht, erwarte ich ihn hier, zurück an die Seite meiner Tochter, wo er sein Hochzeitsversprechen einzuhalten hat. Bereit? Ich habe ein Dutzend Pfeile. Das wird nicht ganz reichen, wenn es schief geht. Sokolny ist bereit. Sokolny will Frieden und gelobt die Unabhängigkeit. Dann soll Sokolny seinen Frieden haben. Möge nur Gott diesen Vertrag noch brechen. Das wird er nicht tun. Ihr seid also der Niemetz. Ich habe mich immer gefragt, wie ihr wohl aussieht. Die meisten meiner Männer, die euch gesehen haben, konnten euch ja nicht mehr beschreiben. Es ist Krieg. Ja. Und noch ist er nicht zu Ende. Was werden wir also dem König sagen? Mein Angebot. Neue Gesetze und Glaubensfreiheit. Für die Zeit, wenn Sigismund Kaiser ist. Das wird vielen Männern das Leben schenken. Den Truppen von Sokolny und den Hussiten. Vielleicht könntet ihr einen Weg finden, mir künftig euren Rat etwas unauffälliger mitzuteilen. Äbtissä. Natürlich. Und vielleicht könntet ihr auch einen Weg finden, wie ich künftig von meiner Unabhängigkeitsgarantie an Sokolny erfahre. Bevor ganz Europa davon weiß. Auch in einem solchen Fall werde ich in Zukunft andere Wege zu gehen wissen. Heißt also Marie. Und du, Michel. Unsere Tochter heißt Trudi. Niemitz, auf dich wartet ein Leben hier. Komm mit mir zurück. Oder schwör mir, dass du dich an diese Frau erinnerst. Ich erinnere mich an jedes Blinzeln ihrer Augen, an jedes Lächeln ihres Mundes. Ich hoffe, ihr seid es wert, dass er für euch lügt, Kastellane. Brecht niemals sein Herz und macht ihn glücklich. Danke, dass du gelogen hast. Ich habe nicht gelogen. Ich habe dich im Traum gesehen. Im Traum? Was habe ich gemacht? Du warst über mir das Nacht. Über dir? Bin ich geflogen? Gesessen. Gesessen? Mhm. Und was hatte ich an? Nichts als deine Haut. Diese Kämpfe hast du immer verloren.
Das ist ein Anfang. Du siehst aus wie die Frau aus meinen Träumen. Und genau wie sie bist du mir eine Fremde, Nacht für Nacht. Wir gehen rein.